Jo. Und mir fällt gerade auf, dass das ganze Gebiet wird gar nicht genutzt gerade, richtig? Das heißt, ich könnte das so umbauen, dass dieses Fließband hier bis nach da fließt. Hier sich die beiden Fließbänder vereinen. Also mit jeweils Eisen von unten und Eisen von oben. Und dann die Eisenschmelzen hierhin pappe und da Stahlschmelzen hin. Das sollte sogar ziemlich schnell gehen. Wenn ich genug von den Dingen. Okay. Wenn ich genug von den Dingern baue und dafür brauche ich wieder Stahl. Ja. Okay. Das ist echt albern. Aber so reicht das ja schon fast. Brauche ich die unteren auch? Sollte aufgehen. Sollte aufgehen, sage ich. So. Also, das alles komplett weg. Ich glaube, ich mache davon einfach einen Blueprint. Kann irgendeines dieser Blueprints weg? Nein, 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 nein. Gut, dass wir das geklärt hätten. Gib mir noch ein neues Blueprint. Und mach das mal komplett so. Danke, Autosave, dass du meinen Blueprint kaputt gemacht hast. So, so. Und setz das jetzt daran, richtig? Ich denke. Shift. Und Q. Dich weg. Und dafür muss das hier natürlich auch alles abgerissen werden, sonst sind die Materialien nicht da. Schwupp, alles steht still. Ja. Die sind natürlich nicht so schön, aber das, was wir an Vorrat haben, sollte reichen. Genau, wir haben 14.000 Eisenplatten. Das wird es verkraften, wenn jetzt da kurz mal nichts kommt. So, das hier kann ich schon von Hand abbauen. Das wird dann alles, du kommst auch mit. Wird dann alles zu normalen Fließbändern, die in die Richtung hier fließen. Und dann hier sich irgendwie ausblenden. Warum willst du keinen Knick machen? Achso. So, ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwo ein Fehler drin. Nimm mal ein bisschen was auf und guck mal. Nö, fließt ganz ordentlich. Okay. Dann schmeiße ich hier nochmal einen Grinder vorher rein. Der so ein bisschen, ne? Das wieder pulverisiert. Da gehen richtig viele Sachen gerade drauf. Nein! Nein, 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 nein! Grinder zerstört? Warum? Und vor allem wo? Das war hier oben irgendwo. Boah, das ist nicht schön. Irgendwo müsste jetzt doch das Blueprint von dem Grinder sein. War das was hier oben? Nein. War es bei der Illyrium-Sache? Hier fehlt der Grinder. Ah ne, da habe ich abgerissen, richtig? Ja, habe ich abgerissen. Denn kann es ja nur beim Kupfer gewesen sein, oder? Oder hier? Hier. Ja. Hier wurde ein Grinder zerstört. Okay. Ich sehe es ein. Hier sind viele Grinder, deswegen hätte ich da eigentlich mehr Türme bauen sollen. Also einmal. Du kannst raus. Also einmal das Blueprint hier. Allerdings lohnt sich das jetzt kaum noch, weil hier. Naja, doch, ist noch ein bisschen was. Okay. Bau einmal hier. Dum, 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 dum. Hier das rein. Wobei das kam recht instant, oder? Angriff und schon waren überall die Dinger. Also vielleicht war es auch eine Bombe? Ne, dann wäre hier mehr Schaden auf den Sachen. Gut, das muss noch ersetzt werden. Das muss ersetzt werden. Hier muss richtig viel ersetzt werden. 143 Sachen fehlen. Ja, aber die Sachen fehlen auch wegen der Umbauaktion von der Schmelze. Was natürlich super Timing war. Das heißt, ich schmeiß mal ein paar Sachen in irgendeine gelbe Kiste. Habe ich irgendwo eine gelbe Kiste? Ich habe eine lila Kiste. Ich schmeiß da mal Sachen rein. Und zwar Schmelzöfen. Die Erze sollte ich von Hand irgendwo reinwerfen. Nee, 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 nee. Das kann da rein. Die Pumps, die da, die habe ich im System, ne? Egal, aber trotzdem welche, die kosten nicht so viel. So, schmeiß die da rein. Was?
Da, schmeiß die da rein. Verteil das. Das wird alles sehr, sehr langsam abgerissen. Bis dahin ist das Blueprint schon verschwunden. Komm schon, Jungs. Ja, das war's. Gut. Ich verliere ja auch immer wieder Construction Bots. Fällt mir gerade auf. Also auch bei der Fehlermeldung eben gerade, als der Angriff kam, ist ja auch wieder ein Construction Bot gestorben. Wie viele habe ich eigentlich gerade noch? 32. Das ist wenig, ja. Aber ich kann Skynet nicht schon wieder anschmeißen. Das bringt schon wieder so viele Probleme. Und ich merke gerade, ich sollte den Grinder gar nicht hier aufstellen. Weil von hier unten kommt eh primär Pulverzeug, sondern hier oben irgendwo. Ja, hier. Wobei dann auch hier wieder... Nimm, du hin solltest. Ah, hier ist keine Abdeckung. Das ist doof. Dann ändere ich das am besten mal. Ich hatte doch noch einen Roboport dabei, oder? Nö. Das fehlt Stahl. Natürlich fehlt Stahl. Okay, ein Problem nach dem anderen. Erstmal muss das hier verdammt nochmal neu aufgebaut werden. Gib mir Schmelzöfen. So, dann brauchen wir hier einen Splitter. Da, wo die sich treffen. Also erstmal treffen sie sich überhaupt. So. Dann... Oh ne, warte. Mach den Splitter hier hin. Dann führen wir einfach beide Seiten darauf. Ich glaube, das ist eleganter. So. Und dann von hier aus geht es dann nochmal auseinander. Ich hätte natürlich auch gleich von vornherein sagen können, okay, der untere geht unten rum, der obere geht oben rum. Aber es kommt ja nicht immer von beiden Seiten gleich viel. Deswegen ist das hiermit wahrscheinlich besser. So, Blueprint ist weg. Das ist schade. So, das war jetzt falsch, ne? Ja, das war falsch. Das muss unten rum. Unten war das Reinleggedöns. Oben war das andere. Dann brauchen wir noch rote Ärmchen. Die fehlen hier bei dem Layout nämlich komplett. Also beim Blueprint anscheinend. Da kommen dann die Fließbänder, die das jetzt rüberbringen zu der zukünftigen Stahlproduktion, die ich hier irgendwo zwischen aufbaue. Oder vielleicht direkt da drüber. Das könnte ich auch. Dass das Eisen direkt hier weggefangen wird und alles, was halt überschüssig ist, landet im restlichen System. Und Zeug ist voll. Ja. Hier, nimm mal das. Und nimm mal das, damit ich Platz habe. Und ich habe die Sachen jetzt irgendwo auf den Boden geschmissen, ne? Ja, sehr gut. Irgendwo liegen jetzt Electric Furnace rum. Entweder das oder die Roboter hatten es dabei. Das weiß ich jetzt nicht. So. Tja. Nee, das, die Sachen müssen auch noch weg. Furnace. Du kriegst hier Flocken. GZ zu Flocken. So, so. Sporadische rote Ärmchen, die rumliegen. Genau, gib mir alles das. Ich mache einfach die Hälfte hier selber. Und sobald ich es gerne wieder anschmeiße, lasse ich es erstmal für 2-3 Folgen lang im Construction-Bot-Modus laufen. Und wir davon noch haben. Achso, ich sammle jetzt noch die ganzen anderen Ramschen mit ein. Ja, das ist unpraktisch. Und ich habe irgendwie hier auch einen Pol verloren. Der sollte wieder da hin, damit das hier weiterlaufen kann. Gut. Raus mit dir. Oh, ganz viele Schmelzöfen. Du. So, was sollte ich eigentlich jetzt zuerst anschließen? Zuerst soll ich das dafür sorgen, dass die Eisenplatten weiter da hinten ankommen. Das heißt, das hier kann weg. So. Das hier kann theoretisch dann auch weg, richtig? Weil es ist ja immer auf der linken Seite durch die Ärmchen sichergestellt, ja. Jetzt muss ich nur noch von unten das Eisen aufbekommen. Also hier meinetwegen.
Haben wieder Kurven drin, aber was soll's. Ganz schön viele rote Dinger, ja. Rote brauche ich hier gar nicht. Machen wir hier mal alles rot und kriegen dadurch wieder gelbe. So. Da auch. Da auch. Und jetzt müsste ich ja im Inventar an die 50 gelbe haben, weil ich die ganzen gelben durch rot ersetzt habe. So, jetzt haben wir hier schon mal einen stetigen Fluss an Eisen, was super ist. Fehlt jetzt nur der Stahl. Dafür bräuchte ich noch mehr Schmelzen. Achso, und Grinder wollte ich setzen. Irgendwo hier. Ich könnte hier mal so ein Erschießungsding aufstellen. Da, damit es hier drin auch so ein bisschen sicher ist. Ein bisschen sehr sicher ist. Und dazwischen pappe ich den Grinder. Also hier auf der Seite. Ja, ich muss natürlich das Stromnetz wieder in die Richtung erweitern. Aber allgemein einfach so. So, so. Wobei andersrum wäre sinnvoll, oder? Ich glaube schon. So. Jetzt kommen da auch noch Flex rein. Das ist gut. Dann. Hier das Ganze weitermachen. Wir brauchen natürlich auch die ganzen roten Ärmchen. Da werden jetzt auch die Leute erleichtert aufatmen, die seit gefühlten 10 Folgen dabei zu gucken, wie eine Schmelze keine Sachen rauslegt, weil ein rotes Ärmchen fehlte. Das ist damit jetzt auch behoben, wenn auch auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Zip, zip. Was stirbt gerade? Es waren sehr viele Sniper-Türme, die auf einmal geschossen haben. Das habe ich gehört, den Rest nicht so wirklich. Wozu nutze ich jetzt eigentlich die Fläche hier hinten? Für Kupfer später. Könnte ich. Es ist alles noch viel zu vage. Also wenn ich anfange mit Kolonien, wo denn der Bahnhof ist und wo ich denn die Erze reinschmeiße und so weiter, weil sonst könnten einfach hier eine riesige Linie machen, wo sowohl Kupfer als auch Eisen einfach reingeschmissen wird. Auf hellblauen Fließbändern und dann passt das schon irgendwie. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, weg. Was mit den Stahldingern jetzt hier? Die müssten ja eigentlich jetzt woanders hingestellt werden. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz anders. Mach euch mal kurz weg. Wow. Und schmeiß hier Flocken rein. Mach das so. Dass die jetzt genutzt werden, um meine Reste an Erzen einzuschmelzen. Was wird später eh alles abgerissen. Was genau? Achso, du nimmst da raus, aber du nimmst nichts raus, weil du arbeitest. Okay, arbeite weiter. Na, was meckerst du schon wieder? Irgendwo wird irgendeine Basis von mir, die außerhalb steht, angefressen. Das ist mir Wayne. Dann friss doch meine Basis auf. Ich muss hier Schmelzöfen setzen. So. Das Eisen staut sich richtig. Das ist sehr gut. Das heißt, das Stahl wird sie dann eventuell auch stauen können. Ich brauche jetzt nur sehr, sehr viele Schmelzöfen. Dafür brauche ich wieder Stonebricks und Stahl. Ja. Kommen wir jetzt zur zweiten Phase von den Dingen, die ich diese Folge machen wollte, schrägstrich sollte. Und zwar Beschränkungen bei den Sachen, die Stahl brauchen. Das heißt, ich husche mal nach oben zu der Fabrikanlage und guck, was ich da machen kann. Und vorher hol ich was zu trinken.